Eine Erinnerung, die nicht verblasst. Die Bilder sind noch immer da, ganz präsent. Die eine Nacht vor 75 Jahren. Ja, wir sind zunächst halt ganz ängstlich im Keller gewesen und dann so langsam das nachgelassen hat. Also mein Vater, der war da Watt und hat dann immer geguckt, weil es gebrannt hat. Und dann sind wir raus, alles war voll Brand und durch die Straßen sind das Vieh, das ist auf das Feld gerannt. Also es war ein ganz schlimmes Chaos und ja, wir waren halt total verängstigt. Es ist die Nacht des 6. September 1943, die schlimmsten Stunden des Zweiten Weltkriegs. Über 500 britische Bomber werfen ihre tödliche Last über die beiden Städte am Rhein ab. Hat sich der Boden gehoben und gesenkt und hat sich irgendwie verkrampft, habe ich als das Gefühl gehabt. Oder wie ein großer Bohrer in den Boden reingebohrt hat. Und der Dreck ist auf einem runtergefallen, das Licht war ausgegangen. Beim Bombenhagel kommen in Ludwigshafen 128 Menschen ums Leben. Mehr als 500 werden verletzt. 50.000 verlieren ihr Zuhause, denn der Großteil der Innenstadt liegt in Schutt und Asche. Auch in Mannheim sterben mehr als 400 Menschen. Rund 6.000 Gebäude werden zerstört. Dunkle Stunden, die noch lange nicht vergessen sind. Ich habe mich eben auch mit einem Zeitzeugen unterhalten, der mir auch berichtet hat, dass diese Ereignisse ihn zu dem Menschen gemacht haben, den er heute ist. Und es ist wichtig, dass wir gerade auch durch dieses Erinnern den jungen Menschen zeigen, dass Krieg nichts ist, was weit weg ist, was im Computer stattfindet, sondern dass es ganz konkret Menschen vor Ort trifft, dass die Folgen ein Leben lang auch anhalten. Dass diese Erinnerungen durch Gespräche nicht in Vergessenheit geraten, ist auch für die Zeitzeugen eine wichtige Aufgabe. Dass man es nicht vergisst, das ist wichtig. Dass man immer wieder bedacht ist, Frieden zu halten, versucht, dass die Völker nicht gegeneinander sind, sondern dass man halt versucht, gut miteinander umzugehen, halt, dass das nicht mehr so weit kommt. Ne? Auch um die Bedeutung von Frieden für die Zukunft zu verdeutlichen, legte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gestern Abend einen Gedenkkranz am Ludwigshafener Lutherturm nieder. Dieser hatte den Bombenhagel vor 75 Jahren überstanden.